Dieser Film ist kein Dokumentarfilm. Er ist ein Spielfilm auf der Grundlage eines historischen Stoffes. Die fürchterliche Schädigung tausender Kinder durch das Arzneimittel Contagan, die Einstellung des Strafprozesses gegen die Verantwortlichen wegen geringer Schuld und die Zahlung der höchsten Entschädigungssumme in der deutschen Geschichte durch die Herstellerfirma sind historische Realität. Die im Film handelnden Personen und ihre beruflichen und privaten Handlungen und Konflikte sind dagegen frei erfunden. Dies gilt insbesondere für die Figur des Rechtsanwalts Paul Wegener und seine Familie, sowie die für die Arzneimittelfirma handelnden Personen, einschließlich des Privatdetektivs. Also mein Telefon funktioniert. Wer spricht gerade mit Ihren Eltern? Was ist das denn? Das ist modern. Das ist Geschmackssache, Frau Elfkind. Ja, gut. Kommen doch mal alle zusammen. Ich muss noch mal was sagen. Ich werde Hanna heiraten. Ja, da guckst du, wa? Ja, das ist ja toll. Ich gratuliere dir. Gratuliere. Großer. Darauf müssen wir trinken. Hefgens. Ja, da haben wir noch einen Grund zum Anstoß. Auf die beste Frau der Welt. Und auf die erfolgreichste Kanzlei in Köln. Und auf das Wirtschaftswunder. Da hängen wir uns jetzt nämlich dran, Paula. Was meinst du? Hört, hört. Prost. 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 Ah, halt. Stopp, stopp, stopp. Wir müssen noch ein Foto machen. Zeig mal den Ring. Horst hat doch den Fotoapparat gekauft. Süd teuer. Mit Selen oder wie das heißt. Und gar keinen Ring? Fertig. Sekunde. Komm, drück ab. Hier doch nicht. Hier ist doch kein Licht. Der kommt. Wenn du sie wirklich heiratest, dann brauchst du gar nicht mehr arbeiten. Ja, von wegen, gerade. Frau Hefgens. Links. Schön, dass Sie bei uns sind. Kinders. Das finde ich aber auch. Wenigstens eine, die Ahnung hat vom Geschäft. Ihr Mann war der erste Referendar in meiner alten Kanzlei, der mir zum Geburtstag einen Strauß auf den Tisch gestellt hat. Und ich wusste gleich, wenn der mal eine Kanzlei aufmacht, dann bin ich dabei. Was? Geh doch die zweite Stufe hier alle. Ja. Zweite Stufe. So. Ein bisschen länger zusammen, bitte. Ja. Frau Hefgens, weiter nach links. Komm, geh mal rüber da, Paul. So. Doch, das ist doch egal jetzt. Na, ein bisschen nach rechts wieder, Frau Hefgens. Sie kann auch überall stehen. Diskutier nicht mit mir. Ganz einfach, wenn wir verheiratet sind. Es geht hier gut los bei euch beiden. Und lächeln. Na gut, dann lächeln wir klar. Nein, 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 das ist doch mein. Lächeln, Sie leben. Lächeln. Sie leben. Ein Augenblick voll natürlicher Harmonie lässt uns wünschen, dass die Sekunde sich dehne. Doch die Unruhe, dem Geiste einst dienstbar, beherrscht uns und treibt uns umher. Ruhe und Schlaf zu fördern, vermag Contagan. Dieses gefahrlose Medikament wird auch von empfindlichen Patienten gut vertragen. Frau Carré, ich kann mir nur sehr schwer vorstellen, wie diese Farbfotografie als Schwarz-Weiß-Druck aussieht. Bitte lassen Sie den Drucker einen Abzug erstellen, der genauso aussieht, wie er in der Anzeige erscheinen soll. Ich habe mir erlaubt, das bereits zu veranlassen, Herr Direktor. Ach. Ja, das gefällt mir. Ja, wie finden Sie denn den Text? Der Text ist gut, den hatten wir letztes Jahr auch. Ich gebe das jetzt in Druck. Ach, Frau Carré, was wäre ich? Was wäre das Unternehmen ohne Sie? Hast du gar nichts getrunken? Ich warte seit 2 Wochen auf meine Regel. Sind da alle eine Familie? Als hätte ich es gewusst. Meine Mutter hat sie im Schuh versteckt, als sie von den Nazis geflohen ist.
Das Einzige, was ihr geblieben ist. Sie hat ihr immer Glück gebracht. Das Etui ist neu, das hab ich gekauft. Weg. Ich komme gleich. Ich will noch den Schreibtisch einräumen. Sie sind weg. Frau Wegner, ich bin ein seriöser Anwalt. Jedes Büro muss eingeweiht werden. Eine Schmucknadel gefunden? Eine Brosche? Ja, also ein Anstecker aus Gold. Nein, tut mir leid. Danke. Guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ich habe hier ein Foto von einem Schmuckstück. Und sowas hätten Sie gern? Es müsste schon genau das gleiche sein. Du hast doch 2 Uhr gesagt. 2:30. Ich habe dir auch einen Zettel hingelegt. Oh. Was wollen wir eigentlich hier? Die haben eine Rechtsabteilung. Ja, sicher, das hören wir. Aber nicht nur das. Die werden von Naumann und Eberhard vertreten. Der Naumann? Mhm. Ah ja. Aber interessanterweise ist Hannes Familie mit den Naumanns befreundet. Und? Nun, deshalb weiß ich so einiges. Guck mal, hier kann man alles selber einstellen. Und es hat sogar einen Grill. Oh, modern. Toll. Aber jetzt. Jetzt kommt der Knaller. Vera, das ist ja sagenhaft. Und keine knarzenden Diele. Das ist wunderschön hier. Ah, guten Tag. Guten Tag, Firma Radio Kipka. Kommen Sie rein. Sag mal, kannst du mir 300 Mark leihen? Ich? Dir? Kommt doch deine Schwiegermutter an. Ist für die Ringe. Ich kann auch zur Hochzeit kein Blech kaufen. Aber 300 Mark. Nein, du kennst auch an. Herr Wegener, Herr Bauer, Direktor Kessler lässt bitten. Hier lang bitte. Horst, Krawatte? Und endlich eine Wohnung, in der es nicht mehr zieht. Hast du Kopfschmerzen? Alles ein bisschen viel auf einmal. Willst du eine Tablette? Danke, lieber nicht. Lieber nicht? Vera, ist da was im Busch? Vielleicht. So, fertig angeschlossen und läuft. Ich brauche noch eine Unterschrift, bitte. Vielen Dank. Das ist für Sie. Dankeschön, Wiedersehen.
Das Bild ist ja viel besser als bei uns. Aber ich mache mir ein bisschen Sorgen wegen der Raten. 50 Mark jeden Monat. Aber der Paul wollte ihn unbedingt haben. Er hat gesagt, dann wissen wir, was los ist in der Welt. Mhm. Männer. Der Horst ist genauso. Männer und Technik. Und darum, wenn ich Ihnen das mal eben geben dürfte, ist es nicht nur aus juristischer Sicht sinnvoll, im Ausland Tochterunternehmen zu gründen. Das heißt, Sie wären nicht nur Exporteur, sondern auch in dem Land Hersteller. Mit zahlreichen fiskalischen und gesetzlichen Vorteilen. Keine Sonderzölle für Medikamente. Teilweise erheblich günstigere Produktionsbedingungen. Auch wenn Sie dort nur aus den Grundstoffen Ihre Pillen pressen lassen. Ja, oder die gefüllten Tablettenröhrchen mit Etiketten bekleben. Interessant, sehr interessant. Aber natürlich wissen wir das längst. Und wir haben bereits ein paar hübsche Töchter im Ausland. Belgien, Frankreich, England. Aber Sie gefallen mir. Sie haben Fantasie. Sie sind so unverfroren, einfach hier aufzutauchen. Deutschland braucht Männer wie Sie. Ich werde Ihnen eine Empfehlung mitgeben. Wo ist denn der Füller schon wieder? So ein Maschinenbauer. Kleiner Laden, aber mit Perspektive. Die können ein paar energische Juristen wie Sie sehr gut gebrauchen. Dann. Danke sehr. Wiedersehen, Herr. Wiedersehen. Dr. Kessler, vielen Dank. Wiedersehen. Haben Sie denn den Anschluss gefunden? Alles in Ordnung. Bin gleich fertig. Der Sessel kommt bitte ins Wohnzimmer hier. Und die Kleidersäcke alle ins Schlafzimmer. Da lang. Halt. Und den Wäschekorb bitte ins Bad. Der Arzt hat gesagt, es ist nicht so schlimm. Ich kann dich gleich mit nach Hause nehmen. Ich hab dich so lieb. Heidi, du kennst auch deine Tochter. Ja, ist alles cool. Aha. Ich muss Schluss machen, ich hab grad mal danken. Ja, grüß mir bitte Winfried, ganz lieb. Ja, bis bald. Eins für dich, eins für mich. Links. Gute Wahl, mein Lieber. Eine Scheidung, eine gewisse... Franziska Steiner soll schuldig von ihrem Mann geschieden werden. Sie hat ihm ein behindertes Kind geboren. Der geschockte Papa fühlt sich in seiner Männlichkeit gekränkt. Vielleicht hat sie ihre Erbkrankheit verschwiegen. Oder war ständig besoffen in der Schwangerschaft. Ach, wir wollen nicht so einigen. Red mal mit ihr. Trennung ohne Unterhalt. Ist das das Kind? Hm, hart, ne? Guten Tag. Tag. Paul Wegener, mein Name. Meine Sekretärin hat einen Termin mit Ihnen ausgemacht. Ah, der Anwalt. Ja, kommen Sie doch rein. Vielen Dank. Da ist die Küche. Ich komme gleich. Das Bügeleisen ist noch an. Das mit Ihrem Sohn tut mir leid, Frau Steiner. Aber ich müsste Ihnen trotzdem ein paar Fragen stellen. Das brauche ich nicht leid zu tun. Kommen Sie mal mit. Kein Wunder, dass Sie schlecht schlafen, Frau Wegener. Bei dem, was bei Ihnen los ist. Aber mit Baldrian kommen Sie nicht weit. Moderne Pharmazie hat etwas viel Besseres. Aber meine Tage sind schon lange überfällig. Ja? Na, vielleicht sind Sie ja bald zu dritt.
Das warten wir mal in aller Ruhe ab. Auf Wiedersehen, Frau Wiedler. Und hören Sie bloß nicht auf irgendwelche homöopathischen Hinterwäldler. Kontergan ist ungewöhnlich gut verträglich. Sogar für Kinder und Kleinkinder. Da kann das ja auch in Ihrem Zustand kein Problem sein. Meine Frau nimmt es auch. Vielen Dank. Ich weiß auch nicht, wie sowas passieren konnte. Erbkrankheiten gab es bei uns in der Familie nie. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Und meinem Mann fällt nichts Besseres dazu ein, als mir einen Anwalt zu schicken. Und während der Schwangerschaft? Haben Sie da geraucht, Alkohol getrunken? Mm-mm. Drogen? Drogen? Nein. Nee. Arzneimittel, Medikamente. Hier. Wenn Sie da was gegen Müdigkeit finden, das nehme ich sofort. Vor Hennings Geburt war es ja genau andersrum, da konnte ich kaum schlafen. Und das? Hat nicht geholfen? Nee, da habe ich nur so ein komisches Kribbeln in den Fingerspitzen bekommen. Frau Steiner, ich... Ich werde Ihrem Mann empfehlen, sich einen anderen Anwalt zu suchen. Oh. Die Frau als Mutter. Ich hab's doch gewusst. Nicht sagen. Ich will doch nur wissen, was auf mich zukommt. Das wird ein Mädchen. Woher willst du das wissen? Ich will nur schon die Ohren hier klimpern. Wie war dein Tag? Ach, das Übliche. Ich sollte ein neues Mandat übernehmen, aber daraus wird nichts. Und du? Tja, Hanna hat mich besucht. Es war schön. Wir waren spazieren. Sie hat wieder nur über das Kinderkriegen geredet. Ja. Ach so, und sie haben jetzt endlich einen Termin für die Hochzeit. Deinen Schlaf möchte ich auch. Machen Sie sich keine Sorgen, Grünenthal habe ich schon im Griff. Ja. Die wollen eben nicht begreifen, dass es um die Interessen der gesamten deutschen Industrie geht. Ja, ich werde es Ihnen auch nicht beibringen. Ja, macht nichts. Nichtwissen ist auch eine Form von Wissen. Meine Herren, Herr Spieß ist da. Na, mein lieber Herr Spieß, ich wundere mich, warum gerade Sie sich damit beschäftigen. Das fällt doch gar nicht in Ihre Zuständigkeit.
Entschuldigung, Herr Direktor, aber alle laden die Berichte über Nervenschäden durch Contergan auf meinem Schreibtisch ab. Nervenschäden, stimmt das? Wir haben unzählige Versuche an Mäusen und Ratten gemacht, um diese sogenannten Nervenschäden nachzuvollziehen. Fehlanzeige. Ja, es gibt immer besondere Umstände, die zu Nebenwirkungen führen. Alter, Vorschädigungen. Ja, aber hier ist dieser Arzt. Er fragt an, ob Contergan die Plazentaschranke überwindet, weil er befürchtet, dass der Wirkstoff Ungeborene schädigt. Darf ich das übernehmen? Solche Quirulanten sind ein Fall für die Rechtsabteilung. Ja, aber vielleicht ist wirklich was dran. Können wir Contergan nicht an Schwangeren testen? Das sollten wir schon aus ethischen Gründen nicht tun. Außerdem, was wollen Sie unternehmen, wenn sich der Verdacht bestätigt? Herr Naumann, bitte, was soll das alles? Contergan ist völlig harmlos. Unser Tun ist nicht frei von Fehlern, Herr Spieß. Der Fortschritt hat immer Opfer gefordert. Ich habe hier die Verantwortung für über 1000 Angestellte und ihre Familien. Was meinen Sie? Wie schwer es war, nach dem Krieg aus einem Trümmerhaufen dieses florierende Unternehmen aufzubauen. Wir dürfen den Hauptumsatzbringer des Unternehmens auch nicht durch Gerüchte in Gefahr bringen. Herr Direktor, können Sie für Contergan nicht die Rezeptpflicht einführen? Das sieht nach schlechtem Gewissen aus. Über das Sie als Teilhaber am Gewinn offenbar nicht verfügen. Ich muss das hier bitten. Lieber junger Freund, wir befinden uns hier in einem Rechtsstaat. Da muss nicht der Beschuldigte seine Unschuld beweisen. Hervorragend, das ist ja alles geklärt. Vielen Dank, die Herren. Nicht überkreuzen. 2, 3, 4, 5, 6. Herr Dr. Naumann, die Presse. Ihr Zeitgefühl hat sie verlassen. Mach mir Sorgen um die Presse. Journalisten verdienen viel zu wenig, um auf unsere Aufträge verzichten zu können. Spieß, was ist denn noch? Was soll ich denn jetzt mit diesen Unterlagen machen, Herr Direktor? Ja, Sie werden schon wissen, was damit zu tun ist, Spieß. Jetzt den Kollegen? Ja. Zum Kreistag geht's hoch? Die Tür war weg. Danke. Was ist passiert? Herr Wegener? Ja. Sie haben leider ein verkrüppeltes Kind.
zeigen mir mein Kind nicht? Ich weiß es nicht. Es hat keine richtigen Arme. Nur so kleine. Aber wachsen die nicht noch? Was für eine dumme Frage. Natürlich wachsen die nicht mehr. Und es hat auch nur ein Bein. Ich will sofort mein Kind sehen. Ich will mein Kind sehen! Hören Sie. Ich will mein Kind sehen. Die Arme Ihrer Tochter sind stark verkürzt. Die Hände sind verkümmert. Der linke Fuß ist direkt am Beckenknochen angewachsen. Also, da kann man wohl nichts machen. Geht es Ihnen gut? Hören Sie, Sie dürfen sich das nicht so zu Herzen nehmen. Damit muss sich heutzutage keiner mehr belasten. Dafür gibt es heute Heime, da kann man es ganz bequem abgeben. Halten Sie Ihren dummen Mund. Ich will doch nur Ihr Bestes. Hören Sie, was? Sein? Wie kommen Sie dazu, meinen Arzt des Raumes zu verweisen? Der Mann hat mein Kind wie Dreck behandelt. Im Krankenhaus seine Zumutung. Ach ja? Meinen Sie, der Anblick Ihrer verkrüppelten Tochter ist für uns keine Zumutung? Jeder verantwortungsbewusste Mensch unterzieht sich vor der Eheschließung einer ärztlichen Untersuchung. Dann bleibt einem so eine Kreatur erspart. Komm, Vera. Zieh das an. Paul, pack die Sachen. Pack ein. Ja. Ich hab Tee gemacht. Camilla. Mit Honig. Trink doch einen Schluck. Ja, bitte. Geschnitten. Streichzarte gute Butter. Dauerwurst, Schinken, Käse. Bisschen Gürkchen. Hartgekochte Ei habe ich aufgeschnitten. Das andere habe ich so gelassen. Bisschen Maiskörbchen. Iss doch was, Paul. Ich habe keinen Hunger. Setz dich doch hin. Komm, iss. So, Tee ist noch in der Küche. Dann gehe ich jetzt mal. Gut. Da brauchst du noch was? Ist gut so, Hanne. Ja. Lass sie schlafen. So. Kann ich noch irgendetwas für Sie tun, Herr Wegner?
kannst immer auf mich zählen, Paul. Wir haben uns so sehr auf das Kind gefreut. Findest du nicht auch, dass es eine merkwürdige Ähnlichkeit zum Fall Steiner hat? Die Frau hat während ihrer Schwangerschaft Tabletten genommen. Contagan. Vera hatte die auch. Meinst du, die haben damit was zu tun? Paul, du weißt, wer die herstellt. Ja. Aber ich kann dich ja verstehen. Tochter ohne Hände, mit nur einem Bein, das ist hart. Da hofft man natürlich, dass man nicht selber schuld ist. Ja, aber wenn du dich irrst, dann ist das unser Ruin, das muss dir klar sein. Weißt du was? Ich rede mal mit dem alten Kessler. Ich sag ihm, dass es aber aufgefallen ist und dass wir aber kein Interesse an der Auseinandersetzung haben. Da lässt er bestimmt ein nettes Sümmchen springen. Aber eine Anzeige, ein Prozess, da lass man schon die Finger von, ja? Davon wachsen deiner Tochter auch keine Hände. Horst! Wir sind nicht schuld. Natürlich nicht. Können Sie für mich Informationen sammeln? Veröffentlichungen, Bücher, was auch immer. Über ein Schlafmittel. Mhm. Contagan. Mit C. Herr Wegener. Ich... Es tut mir leid, das mit Ihrer Tochter. Hanni, ich bin's. Guck mal nach, ob wir ein Schlafmittel namens Contagan haben. Ja, Hanne, Contagan. Mit C. Jetzt diskutieren, ich gehe zur Hausapotheke und guck nach. Hast du es? Ist das die einzige Packung? Gut, dann schmeiß sie weg. Ja, jetzt sofort. Nein, 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 nein. Mit den Tabletten ist alles in Ordnung, ist nur zur Sicherheit. Ja, bis später. Weißt du, was wir machen, Katrin? Wir schneiden das einfach ab. Dann ist das genau richtig für dich. Wo haben wir denn hier eine Schere? Zu Hause. Wie geht's, Katrin? Sie schläft. Setz dich.
Schau mal das Datum. Da war ich gerade erst schwanger. Sind das meine Tabletten? Ich habe sie genommen und verwahrt. Was haben die damit zu tun? Ich dachte mir, sicher ist sicher. Das Röhrchen war ja noch ganz voll. Ich habe eine genommen. Aber eine einzige Tablette kann doch nicht sowas anrichten. Und wenn, dann musst du was tun. Dazu müssten wir erst nachweisen, wie dieses Zeug Katrin geschadet hat. Dann mach das. Ich weiß doch noch nicht mal, wie Aspirin funktioniert. Da musst du es rausfinden. Warum hast du bloß diese Tablette genommen? Jetzt bin ich also schuld. Du warst doch schwanger. Da ist man noch vorsichtig. Der Arzt hat gesagt, die sind völlig harmlos. Seine eigene Frau nimmt sie auch. Kanzlei Bauern Wegner, Hefkitz, guten Tag. Paslack hier, ich sollte Sie zurückrufen. Ach, Paslack. Es geht um Ihr Schlafmittel, Contergan. Contergan, ja. Wir benötigen eine Stellungnahme zu den Berichten über Nebenwirkungen Ihres Medikaments. Contergan besteht aus einer völlig harmlosen Substanz. Ein Schlafmittel ohne tödliche Dosis, das ist doch wunderbar. Und ich schicke Ihnen auch gern ein paar Unterlagen zu Frau Hefken. Vielen Dank für den Anruf. Ich danke Ihnen. Auf Wiederhören. Paslack hier. Geben Sie mir bitte Dr. Naumann. Und diese Tabletten. Du musst diese Leute verklagen. Vera, bei uns ist es nicht üblich, dass sich die Ehefrau in die Geschäfte einmischt. Das ist eine Kanzlei hier und kein Krämerladen. Ist schon gut, Horst. Ich kläre das. Würdest du uns bitte einen Moment allein lassen? Aber du weißt schon, dass wir alle unsere Industriemandate verlieren, wenn wir so eben vor Gericht ziehen. Wieso das denn? Weil ab einer bestimmten Größe Konzerne sich alle gegenseitig gehören, Vera. Und unser größtes Mandat hat uns interessanterweise der Eigentümer des Herstellers von Contergan vermittelt. So sieht's aus. Wie kannst du mich nun in diese peinliche Situation bringen? Weil jetzt was passieren muss. Die Leute müssen gewarnt werden. Ich recherchiere doch schon. Das ist alles über Contergan. Das Zeug muss aber sofort vom Markt. Und du musst sie sofort verklagen. Das ist Sache des Staatsanwalts. Aber das dauert. Vielleicht können wir mit dem Hersteller reden und sparen uns den Gang vor Gericht. Du willst mit denen reden? So ein Prozess ist eine Riesenbelastung. Für uns beide. Jeder Rückschlag landet praktisch bei uns auf dem Küchentisch. Und mit der Schuldfrage werden die sich nicht beschäftigen. Das machen wir unter uns aus. Und wenn du nicht Katrin vertrittst, sondern diese Steiner mit ihrem Sohn? Die kann euch zwar nicht bezahlen, aber ihr habt abgemacht, ein bis zwei solcher Fälle im Jahr zu übernehmen.
Dagegen kann Horst nichts sagen. Und die ist ganz allein mit ihrem Kind. Die ist auf eine Entschädigung angewiesen. Ja. Herr Karius. Wie geht's Ihrer Familie? Das weiß ich nicht. Und Ihrem Sohn? Für den sorge ich. Aber Ihre Frau haben Sie verlassen. Wie auch immer. Mir reicht noch nicht, was wir über unsere Gegner wissen. Ich brauche mehr Material. Naja, also. Ich meine, wie privat und intim, ich meine, mit wie viel Spaß kann ich denn da rangehen? Sie haben doch Fantasie. Ja. Herr Karges? Ja? Aber ich kann mich darauf verlassen, Sie halten sich streng an Recht und Gesetz. Ja, sicher. Und dann müssten Sie mir nochmal die Prozessvollmacht unterschreiben? Ja. Einmal hier. Und hier. Brauche ich in doppelter Ausführung. Bürokratie. Hier, Ihre. Vielen Dank. Aber bitte erwarten Sie nicht zu viel davon. Sie sind der erste Mann, der mir hilft. Seit Hennings Geburt guckt mich doch kein Mann mehr an. Wiedersehen. Sehen wir uns jetzt öfter? Ich denke schon, ja. Wiedersehen. Das lassen wir uns doch nicht gefallen, ne? Im Blickpunkt Berlin. Die Westberliner realisieren erst jetzt, was heute vor 8 Tagen am 13. August begann. Die vollständige Spaltung der Stadt. Die Absperrmaßnahmen werden fortgesetzt. Die Errichtung einer Mauer mitten durch Berlin geht weiter. Es wird immer schwieriger zu fliehen. Auf einer Sondersitzung des Bundestages zur Lage in Berlin bezeichnete Bundeskanzler Konrad Adenauer die Absperrmaßnahmen als brutale Verletzung. Moin, Frau Efkens, ich brauche meine Handakten, alle. Erstaunen Sie, was? Ich habe einen Stellungsbefehl bekommen. Wir müssen die Kaserne, und zwar sofort. Aber es gibt doch keinen Krieg. Wollen wir nicht hoffen. Aber dem Gegenüber traue ich alles zu. Die NATO-Truppen sind jedenfalls in Alarmbereitschaft versetzt worden. Frau Hepkins, die Akten. Ist der Wegener schon da? Ja. Ich bitte unsere Brüder und Schwestern im Ostsektor von Berlin und in der Zone. Moin, Paul. Morgen. Hier sind die Akten. Das ist doch nicht alles für diese Woche. Wie lange bleibst du jetzt weg? Kann ich nicht sagen. Das ist alles, woran ich aktuell arbeite. Kriegst du das hin? Ja, ja. Wenn du irgendwas brauchst, irgendwelche Fragen hast, ich gebe dir gleich die Nummer von der Kaserne. Ich will nicht gestört werden, Frau Hepkins. Das Selbstbestimmungsrecht wird seine Siegesflucht durch die Welt fortsetzen und wird auch vor den Grenzen der Zone nicht Halt machen. Sie werden eines Tages, glauben Sie es mir, mit uns in Freiheit vereint sein. Guten Morgen. Guten Morgen. Passlack, mein Name, Chemie Grünenthal. Das ist mein Assistent, Assessor Schlemmer. Wir würden gern zu Herrn Wegener. Firma Grünenthal? Ja. Ja, einen Moment bitte. Herr Wegener, da sind 2 Herren von Firma Grünenthal. Bitte sehr. Sechs Kraftfahrzeugkonvois der US-Armee mit Truppenverstärkungen. Guten Morgen, Herr Wegener. Und 1500 Mann. Morgen. Setzen Sie sich doch. In der Stadt eingetroffen. Wäre es doch furchtbar, wenn es Krieg gibt. Die kriegen sich schon wieder ein. Wegen Berlin riskieren die Amis doch keinen Atomkrieg. Ich brauche den Horst doch jetzt. Ich habe so furchtbare Angst. Weißt du, wenn mir sowas passiert, ich... Das da, ich... Sag nicht das da. Sie heißt Katrin. Ja, natürlich. Du hast auch diese Tablette genommen, oder?
Jahre. Zwei. Ich weiß es nicht. Und du kannst dich nicht erinnern, ob du da schon schwanger warst. Und selbst wenn ich es wüsste, was soll ich denn tun? Ich will kein behindertes Kind. Ich schaff das nicht. Frau Hefkins, die Herren möchten gehen. Hier, mein Schatz. Mach nicht zu lang. Danke. Eine Stunde. Da ist jemand an der Tür. Kann ich Ihnen helfen? Oh, Herr Wegner. Guten Abend. Lange ist mein Name. Dr. Lange. Ich habe Ihre Adresse von Franziska Steiner. Ich glaube, ich habe ein paar hilfreiche Informationen für Sie. Die würde ich Ihnen allerdings ungern hier im Treppenhaus mitteilen. Kommen Sie doch rein. Ich hoffe, ich komme jetzt nicht ganz ungelegen. Meine Frau. Guten Abend. Guten Abend. Seit 2 Jahren beobachten wir den sprunghaften Anstieg von Missbildungen bei Neugeborenen. Und niemand kann es erklären. Es gibt scheinbar keine Ursache dafür. Allerdings gibt es in Hamburg eine Kartei, die ja, seit der Jahrhundertwende alle Fälle von Missbildung bei Neugeborenen verzeichnet. Aus der kann man ganz deutlich hier diese explosionsartige Steigerung ersehen. Alle diese Fälle können sehr verschieden sein, können die Hände betreffen, die Füße, die Beine, Arme, auch die Ohren. Bei Befragungen der Mütter ist mir aufgefallen, dass alle Mütter übereinstimmend mitteilen, dass sie das Schlafmittel Contergan genommen haben. Und über Contergan kursieren zurzeit ziemlich horrible Berichte über Nebenwirkungen, Nervenprobleme, Taubheit in den Extremitäten, unerklärliche Schmerzen, sodass ich einen Zusammenhang zwischen diesen Nebenwirkungen und Entschädigung der Neugeborenen vermute. Ist diese Statistik wissenschaftlich gesehen der Beweis dafür, dass Contergan diese Schädigung verursacht? Nein, natürlich nicht. Mit einer Statistik allein kann man Ursache und Wirkung in einem solchen Fall nicht beweisen. Aber als Arzt, der täglich damit konfrontiert ist, bin ich einfach gezwungen, was dagegen zu unternehmen. Ich kann es einfach nicht ignorieren. Diese Leute haben doch nicht mal gegen Gesetz verstoßen. Das Arzneimittelgesetz ist erst im August in Kraft getreten. Dann muss man es eben mit Hilfe dieses Gesetzes jetzt probieren. Nein. Alles, was vor August war, kann man damit nicht verfolgen. Was auf dem Markt ist, kann auf dem Markt bleiben. Und die Rezeptpflicht ist Sache der Bundesländer. Bürokratie pur. Na, das sind doch alles Ausflüchte. Sie sind Anwalt. Sie müssen etwas unternehmen, um das Leben derer, die noch nicht geboren sind, zu schützen. Ja. Wir können auch eine Sache versuchen. Für Arzneimittel ist das Innenministerium zuständig. Die könnten am schnellsten was machen. Ich werde versuchen, dort einen Termin zu bekommen. Danke, Herr Doktor. Guten Tag. Geht's gut? Danke. Ihnen auch. Danke. Herr Staatssekretär, Hans-Georg.
Schön, dich zu sehen. Guten Tag. Wie geht Dr. Lange? Und wer sind Sie? Wegener. Ich bin der Rechtsbeistand von Herrn Dr. Lange. Darf ich Sie freundlichst bitten, den Raum zu verlassen? Warum? Es wird keine Besprechung in Ihrer Anwesenheit geben. Herr Wegener ist mein Anwalt. Das ist keine Gerichtsverhandlung, geht um interne Belange unseres Hauses. Mit eventuell weitreichenden juristischen Konsequenzen für meinen Mandanten. Das wissen Sie doch. Durchaus, aber ich denke auch, dass wir allein schneller vorankommen. Vielen Dank. Wir sollten es versuchen. Meine Herren. Der plötzliche Anstieg der Zahl verkrüppelter Neugeborener beginnt exakt 9 Monate nach Markteinführung von Contergan. Zum fraglichen Zeitpunkt kamen auch andere Medikamente auf den Markt. Ja, aber keins mit einer derartigen Verbreitung. Jede zweite in Deutschland eingenommene Schlaftablette ist Contergan. Das ist allerdings sehr wichtig. Ja, aber die Wahrscheinlichkeit einer Missbildung bei Neugeborenen hat sich seither verhundertfacht von 1 zu 100.000 auf 1 zu 1.000. Und in jedem von mir dokumentierten Fall ist die Einnahme von Contergan zweifelsfrei nachgewiesen. Ah, es ist sogar möglich, anhand der Rezepte einem bestimmten Zeitpunkt der Einnahme eine spezifische Schädigung zuzuordnen. Das ist für mich der signifikanteste Ausdruck, dass es eine Beziehung zwischen dem Medikament und den Schädigungen gibt. Die Nettoverkaufsanalyse belaufen sich auf ca. 1,2 Millionen D-Mark im Monat. Also, die werden wir dann gezwungen, vom Land Nordrhein-Westfalen zurückzuverlangen. Bitte, Hans-Georg, denk an die Arbeitsplätze, die Existenz hunderter Familien. Eine Fabrik müssten wir sofort schließen. Trotzdem wären wir bereit, auf die Packung einen Hinweis zu drucken, nicht während der Schwangerschaft einzunehmen. Das gibt's doch jetzt wirklich nicht. Das kann jetzt nicht wahr sein. Ich meine, bei dem Gefahrenpotenzial des Medikaments, die Menschen lesen das nicht, die ignorieren das. Was soll ich Ihnen noch vorlegen? Eine bemerkenswerte Fleißarbeit, Herr Doktor. Aber beim Schlafmittel mit einer so großen Verbreitung ist es kein Wunder, dass in jedem Ihrer Fälle Contergan mit im Spiel ist. In Deutschland hat ja auch fast jeder unsere Tabletten genommen. Ich hatte darum gebeten, nicht gestört zu werden. Herr Minister möchte Sie sprechen. Entschuldigen Sie mich bitte. Seine Zeit erlaubt, wird sich der Herr Minister mit den Kollegen in den Ländern besprechen. Bis dahin kann ich nichts für Sie tun. Gratuliere. Die Herren verfügen über beste Verbindung. Herr Wegener. Sind Sie sicher, Sie wollen die Entscheidung wirklich auf eine Behörde abwälzen? Nehmen Sie die Tabletten vom Markt. Eine große Sonntagszeitung ist sehr an den Informationen von Herrn Dr. Lange interessiert. Das hat doch alles keinen Zweck. Wir gehen vor Gericht. Der Fall wird nie vor Gericht kommen. Und? Grauenvoll.
Familie Kattermann. Wie alt ist das Kind? Knappes Jahr. Fragen, ne? Ja, gut. Ich komme sofort. Ich nehme mal alles dabei. Guten Tag. Das können Sie nie bezahlen, was Sie meinem Jungen angetan haben. Was? Das können Sie nie bezahlen. Mein Name ist Lange. Wir wollen mit Leuten wie Ihnen nichts zu tun haben. Dr. Lange. Ich will von Ihnen kein Geld. Wir wollen Ihnen auch mal entgegen. Mein Name ist ein Anwalt aus Köln. Was? Anwaltsgesocks. Haben Sie... Haut ab oder ich hau euch zusammen. Wir gehen. Wir fahren. Das nächste Mal nehmt ihr euch vielleicht zwei starke Jungs mit, die euch beschützen. Naja, also ich kann die Leute verstehen, dass sie misstrauisch werden, wenn sie merken, dass sie mit Geld beschwichtigt werden sollen. Wie lange bleiben die Fäden drin? Eine Woche. Ich glaube, ich habe eine Idee. Wir fahren da alle zusammen noch mal hin. Los, zieht euch was an. Hallo? Guten Abend. Wegener ist mein Name. Das ist meine kleine Katrin. Jetzt essen Sie erstmal was. Da Räucherschinken, Blutwurst. Der Käse ist nicht von uns, der schmeckt nicht so richtig. 1.000 Mark wollen die uns geben. Haben uns für dumme Bauern gehalten. Die Gurken sind ausgezeichnet, hat meine Frau selbst eingelegt. Wissen Sie? Der Junge sollte später den Hof übernehmen. Dann macht ihm eins der Mädchen den Hof. So weit kommt's noch. Was willst du machen? So lange Kinder, bis wieder ein Junge ist? Nee, nicht mit mir. Es war klug von Ihnen, das Geld nicht anzunehmen. Können Sie mir eigentlich genau sagen, wann Sie Kontergan eingenommen haben? Ist das wichtig? Ja. Mir war morgens immer so übel. Bei den Mädchen nie, aber beim Jungen von Anfang an. Deswegen ist er zum Arzt gegangen. Und er weiß bestimmt, wann das war. Kann ich mir den Jungen mal ansehen? Aber ja. Die Gurken sind wirklich gut. Wie heißt er denn? Hans. Wissen Sie noch die Namen von den Herren, die letzte Woche bei Ihnen waren? Na, tut mir leid. Wenn die noch mal hier auftauchen, dann verweisen Sie gleich an mich. Seit wir den Kleinen haben, werden wir im Dorf hier Aussätzige behandelt. Herr Anwalt, ich will, dass alle wissen, wer wirklich daran schuld ist. Gratuliere, Paul. Das hast du wirklich großartig hingekriegt. Während ich in der Kaserne Dienst schiebe, fegst du das erfolgreichste Medikament der letzten Jahre vom Markt. Nein, das war die Presse. Aufgrund dieses Artikels hat Grünthal beschlossen, Kontergan vom Markt zu nehmen. Ah ja? Und dieser Mandant hat heute Morgen offenbar beschlossen, uns zu kündigen. Ist gerade per Boot angekommen. Die Firma gehört nämlich zufälligerweise der Versicherung, die für Kontergan zahlen muss, falls du Erfolg hast. Ein Fünftel unseres Umsatzes weg. Und das ist erst der Anfang. Horst, es konnte nicht warten. Und du warst nicht da. Wir waren mal Freunde, Paul. Ein Fall dieser Art hat es meiner Meinung nach noch nie gegeben. Normalerweise gibt man solche Fälle hier in der Staatsanwaltschaft dem inkompetentesten Mitarbeiter. Die gehen davon aus, dass ich den Fall versenke. Geld als Aktenfresser, als unterdurchschnittlicher Jurist. Aber Glückwunsch, meine Herren, ist das Beste, was Ihnen passieren konnte. Solange wir unterschätzt werden, solange alle glauben, dass das Verfahren nicht vorankommt, weil überforderte Juristen daran sitzen, so lange. Aber
Wirklich nur so lange. Haben wir eine Chance? Bitte schön. Milch, Zucker? Gerne. Beides. Hier, bedienen Sie sich bitte selbst. Ach übrigens, Herr Kollege, sehr gute Arbeit, die Sie hier geleistet haben. Brauchen Sie? Ja. Bitte. So. 18. Dezember 1961. Und jetzt antickt die Uhr, meine Herren. Wo ist denn der Krasse? Kleinen gar nicht an, dass ich so eilig hatte. Alles dran. Alles dran. Gregor Strasser, ich bin... Ein Moment. Ja? Ich bin Journalist. Ich arbeite an einem Artikel über den Kontergan-Skandal aus Sicht der Betroffenen. Ich bin tief erschüttert über das, was Ihnen widerfahren ist. Danke. Kommen Sie doch rein. Ach so, Entschuldigung. Ich hoffe, Sie hatten die Windpocken schon. Ja. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugetan. Setzen Sie sich doch. Ja. Was wollten Sie denn jetzt genau von mir wissen? Wie ganz normale Menschen leben, denen sowas passiert ist. Ich habe Ihre Tochter eine Kleinigkeit mitgebracht. Nichts Besonderes. Woher wissen Sie denn, dass ich eine Tochter habe? Recherchen. Berufskrankheit. Da ist eine kleine Schlaufe dran. Die können Sie ans Kopfkissen knöpfen, dann fällt er nicht runter. Sie wird sie lieben. Frau Wegener, ich will den Fall umfassend dokumentieren. Haben Sie vielleicht Kontakt zu anderen Betroffenen? Mich interessiert vor allem, was tun Eltern gegen dieses schreiende Unrecht? Haben Sie sich mit den pharmazeutischen Hintergründen befasst und so weiter? Ja, also mein Mann ist Anwalt. Der arbeitet sehr eng mit einem Arzt aus Hamburg zusammen. Dutzende von Familien wollen sich unserer Klage anschließen. Klingt beeindruckend. Wie heißt der Arzt? Dr. Lange. Für die Entschädigungszahlung sind alle Ausgaben wichtig, die Ihnen durch Hennings Behinderung entstanden sind. Das ist sehr gut, dass Sie die ganzen Belege aufbewahrt haben. Ja? Mhm. Ich habe auch noch ein Haushaltsbuch. Darf ich das mal sehen? Ja, hier. Haben Sie davon noch mehr? Ich meine, von früher? Mhm.
Das war Notwehr. Mein Mann hat mir kaum Haushaltsgeld gegeben. Großartig. Kaffeepulver, Marmelade, Haushalt. Schmackus? Ja, das ist, wenn am Monatsende noch ein bisschen Geld übrig bleibt, dann kriegt jeder von uns was Leckeres. Also für Henning Amerikaner und für mich ein Piccolo. Verschiedene Teesorten. Ist sehr lecker, der Tee. 8.2.1958, 2,30 Mark, Apotheke, Contagan. Das ist gut. Ja. Jetzt können wir belegen, wann Sie Contagan eingenommen haben. Na du? Bist du aufgewacht? Du bist ja viel zu schnell für mich. Guck mal, wir haben Besuch. Das ist der Herr Wegener. Mhm. Willst du mal guten Tag sagen? Mhm. Nee? Ich bin. Komm, dann ziehen wir dich mal an. Ich will selber laufen. Lass mich runter. Frau Wegener, Sie haben Großartiges auf die Beine gestellt. Vielen Dank einmal für die Information. Ich bin so gespannt auf Ihren Artikel. Sie hören von mir. Wenn Sie noch was wissen wollen, melden Sie sich. Vielen Dank. Was wirft man Ihnen eigentlich vor? Gegen welches Gesetz haben Sie denn verstoßen, meine Herren? Ein Arzneimittelgesetz? Es ist erst letzten Sommer in Kraft getreten. Ein Produkthaftungsgesetz. Fehlanzeige. Ah? Wir haben es mit einem harten Gegner zu tun. Dieser Wegener, der versteht sein Geschäft. Die Sammelklage minimiert die Kosten, exzellente Recherche, ein Berg Anzeigen. Aber manchmal stellt sich heraus, dass Opferanwälte nur an dem Geld der Betroffenen interessiert sind. Wegeners Mandanten werden von den Mängeln seiner Arbeit erfahren. Informationen können widersprüchlich sein und zu Missverständnissen führen. Gerüchte über Wegeners Privatleben und fragwürdige juristische Methode sind zwar Gerüchte, aber Gerüchte sind manchmal bedeutend wie die Wahrheit. Kein Mensch ist frei von Fehlern. Gerät er aber unter Druck, summieren sie sich. Selbstverständlich habe ich meine Außendienstmitarbeiter angewiesen, sich streng an Recht und Gesetz zu halten, wenn sie Informationen über Lebenswandel, soziales Umfeld etc. sammeln. Guten Tag, Herr Schuller. Guten Tag. Mein Name ist Strasser. Ich bin Journalist. Wir machen eine Umfrage über gute Nachbarschaft in Deutschland. Bitte. Danke. Wir wissen zudem, dass sich Wegener oft mit seiner umfangreichen Klientel trifft. Hallo. Hallo. Wo ist meine Serviette? Was ist los? Sie waren besonders gern mit weiblicher Klientel. Kann ich bitte eine Serviette haben? Sind unterschrieben? Nee, noch nicht. Gott sei Dank. Darunter mit einer ausgesprochen attraktiven Mutter eines behinderten Kindes. 1000 Mark ist viel Geld. Ich weiß. In der Nachbarschaft breitet sich Misstrauen aus. Guten Tag, Frau Schäfer. Man wendet sich von Wegeners ab, sobald Fragen nach deren Privatleben auftauchen. Fragen nach Alkoholexzessen, Drogenkonsum, abweichendem Sexualverhalten. Hey, hören Sie auf! Hören Sie auf! Kommen Sie ab! Fragen. Und Fragen wird man doch noch dürfen, oder? Herr Naumann, Sie und Ihre Kanzlei sind mir von honoriger Seite empfohlen worden und ich bin sehr stolz, von einer so angesehenen Kanzlei vertreten zu werden. Aber was Sie hier schildern, kann ich nicht belegen. Wegener ist unser Gegner, aber ich lasse nicht zu, dass Sie sein Ansehen beschädigen oder sein Privatleben bespitzeln. Das ist nicht der Stil unseres Hauses. Das wundert mich, mein Lieber. Der Staatsanwalt wird in seiner Anklageschrift sicher vermerken, dass Ihr Unternehmen systematisch kritische Ärzte hat überwachen lassen. Jahrelang.
von einem Privatdetektiv. Wie war nochmal sein Name? Hat er nicht sogar eine Mitarbeiterin in eine Klinik eingeschleust? Also das tut hier nichts zur Sache und muss erst einmal bewiesen werden. Außerdem, Informationsbeschaffung und Diffamierung sind zwei sehr unterschiedliche Tatbestände. Wie Sie meinen, Herr Direktor, Sie sind der Chef. Erlauben Sie mir wenigstens, diesen Privatdetektiv jetzt mal auf Dr. Lange anzusetzen. Ich interessiere mich für seine Vita, für seine wissenschaftliche Qualifikation. Habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt? Informationsbeschaffung ja, Diffamierung nein. Also, Prost, meine Herren. Schmeckt nicht. Ja, korkt. Korkt? Ja. Dürfen Sie das denn? Ich meine, ist das legal? Aber Herr Spieß, haben Sie nicht gehört, was Direktor Kessler angeordnet hat? Wir halten uns streng an Recht und Gesetz. Aber in dieser Sache gibt es nur eine Alternative. Einstellung des Verfahrens oder Verurteilung wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Hallo. Hallo, Vera. Sie ist gerade eingeschlafen. Mhm. Es ist so lieb, dass du extra gekommen bist, aber ich hätte Katrin auch zu dir bringen können. Das wäre keine gute Idee gewesen. Horst will das nicht. Ach, das legt sich wieder. Ich fürchte nicht, Vera. Horst sagt, Paul ruiniert die Kanzlei. Horst sagt, der Zusammenhang zwischen Contergan und dem, was eurer Katrin passiert ist, ist völlig unbewiesen. Ich weiß das. Das ist doch ein Prozess ohne jede Aussicht auf Erfolg. Vera, ihr lebt seit Monaten von unseren Mandaten. Ich habe jetzt keine Lust, mit dir darüber zu diskutieren. Was denn los? Ich muss jetzt gehen. Was machst du denn? Wo musst du denn so dringend hin? Das erzähle ich dir ein andermal. Vera? Oh. Ich bin in 1-2 Stunden wieder da. Kanzleibauer und Wegner, Häfkens, guten Tag. Ja? 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 Geht? Ja, ich verstehe Sie gut. Bitte sprechen Sie. Können Sie das nochmal wiederholen? Ich weiß es nicht. Rufen Sie die Staatsanwaltschaft an. Sagen Sie Herrn Feddersen, in der Herstellerfirma werden Aktien vernichtet. Herr Wegner. So herrlich. Was? Vielen Dank für den Anruf von Ihrer Sekretärin, aber ich bin ein bisschen schneller gewesen. Machen Sie schon mal Wasser heiß. Beim turnusmäßigen Vernichten von Akten, unliebsame verschwinden zu lassen, das ist ein beliebter Trick. Wie haben Sie eigentlich davon erfahren? Für einer der Mitarbeiter ein schlechtes Gewissen. Ja. Frau Häfkens? Vera, wo ist Frau Häfkens? Die habe ich weggeschickt. Du hast was? Das sind Pfeilchen.
Ihr Duft? Schläfst du mit ihr? Diesen Fotos darfst du nicht glauben. Du schläfst mit ihr, weil ich nicht mehr so oft will. Das ist doch Quatsch, schließ das. So würde Franziska nie reden. So gut kennst du sie? Ja, so gut kenne ich sie. Ich mag diese Frau. Aber ich hab nichts mit ihr. Noch nicht mehr die Mühe gemacht, ihre Schrift richtig zu fälschen. Die wollen uns fertig machen, das geht doch schon seit Wochen so. Ja. Wenn du das nicht aushältst, dann werden wir uns mit Grünthal einigen. Wenn du den Prozess noch einmal in Frage stellst, dann fliegst du raus, dann kannst du gleich hier ins Büro ziehen. Willst du dir von denen die Familie kaputt machen lassen? Willst du das? Im Grunde ist das sogar eine gute Nachricht. Sie werden persönlich. Sie haben Angst. Vor uns. Zu Ihnen sein. Ihre Tochter Katrin ist wirklich ein wunderbares Kind. Die lächelt so viel. Oh, danke, das freut mich. Aber ich fürchte, wir können leider nichts für Sie tun. Ihre Tochter kann ja nicht mal sicher laufen. Wie soll sie alleine essen ohne Arme? Mit dem Fuß? Ja, ja, aber wir haben doch nicht die Zeit, uns den ganzen Tag um ein einziges Kind zu kümmern. Das wäre auch nicht gerecht den anderen gegenüber, oder? Nur der Klogang ist ein Problem und beim Anziehen muss man ihr helfen. Ach, ich bin so froh, dass Sie mich verstehen. Ich würde Ihnen wirklich gerne helfen. Das werden Sie auch. Mein Mann ist Anwalt. Der wird die Aufnahme in den Kindergarten einklagen. Ja, Moment mal. Das ist doch auch ein interessanter Fall für die Presse. Der zeigt, wie Kontergan-Kinder benachteiligt werden. Vielleicht erinnert man sich auch daran, wie Behinderte im Dritten Reich behandelt wurden. Also, und dann wird man Sie fragen, warum ein Kind nicht mit anderen Kindern spielen darf, nur weil es anders ist als die anderen. Jetzt warten Sie doch mal. Frau Wegener. Frau Hefkens. Ich bin gleich für Sie da. Bemühen Sie sich nicht, ich stelle lediglich ein Dokument zu. Ich brauche doch nur mal die Aufstellung. Guten Tag, Herr Schlemmer. Was gibt's denn Schönes? Eine Verzichtserklärung. Ich verweigere die Annahme. Bedauere, aber die Zustellung ist bereits erfolgt. Das sehe ich aber anders. Ich muss das sehr bitten. Guten Tag. So eine Scheiße. Ja, ich gehe schon ran, Frau Hefkens. Wegener? Guten Tag, Herr Müllbeck. Ja, ja, nee, keine Sorge, Sache ist auf Termin. Ich werde Sie diesbezüglich morgen einmal zurückrufen. Nein, ich habe mich schon mit der Gegenseite... Nein, keine Sorge, wir warten jetzt erstmal ab, was die anbieten. Nein, wir haben da alles eingereicht, keine Sorge. Nein, nein, selbstverständlich müssen wir. Selbstverständlich müssen wir nicht bezahlen. Ja. Gut. Genau. Melde dich morgen. Später nach. Im Auto. Wieder hin. Nur wegen Mama? Genüge ich dir nicht. Hä? Mama hat Opa und Oma schon so lange nicht mehr besucht. Und du wolltest auch mal in den Kindergarten. In 3 Tagen ist sie wieder da. So, was ist jetzt mit Haare waschen? Nein. Was ist jetzt mit Haare waschen? Nee. Doch. Will ich
ich aber nicht. Wann hast du das letzte Mal gewaschen? Nein. Ja, nicht nein. Wann? Weil ich aber nicht. Ja, ich weiß es auch nicht. Mama hat extra gesagt, sie wasch. Morgen bist du dran mit Haare waschen. Morgen bist du dran, versprich es mir? Nee. Ich kann mich hier nicht so lange halten. Da musst du Papa versprechen, dass du den Morgen die Haare wäschst. Bitte. Schlaf gut, meine Süße. Wenn was ist, rufst du mich, ja? Gute Nacht. Tag, Paul. Tag, Ross. Wie geht es, Vera? Gut, danke. Grüß sie mal von mir. Mach ich. Und natürlich von Hanne. Das warst du. Was soll das? Ich will nicht wegen deiner Krüppeltochter pleite gehen, Paul. Du wirst bezahlen, mein Lieber. Ich verklag dich, dass er raucht. Sie sind meine Zeugen. Sie haben alles gesehen, Frau Häfkens. Nein, Herr Bauer. Ich habe gar nichts gesehen. Ach, verstehe. Nichts. Ihr steckt unter einer Decke. Ah, deine. Dann habe ich hier nichts mehr zu suchen. Das wirst du bereuen. Entschuldigen Sie. Ich mach das schon. Haben wir nicht noch einen kleinen Cognac oder so? Das wäre schön. Es war doch klar, dass das mit diesem Horst mal so endet. Danke. Paul. Ruth. Alles so gut. Nee, danke dir. Du hast ja keine Ahnung, wie es bei uns zu Hause aussieht. Geredet hat er ja noch nie viel, aber jetzt sagt er tagelang kein Wort. Das ist richtig unheimlich. Vera, ich habe Angst vor ihm. Dann trenn dich. Geh zu deiner Mutter. Nee. Den Triumph gönne ich ihr nicht. Wo willst du denn sonst hin? Ich kann nicht einfach gehen. Der ist Anwalt, der nimmt mir das Kind weg. Und ich habe mir immer vorgestellt, wie unsere Kinder mal zusammen spielen. Ihre Situation.
Söhne verstehen, Herr Wegener, aber ich habe Ihnen immer gesagt, wir brauchen Zeit. Wir laufen meine Mandanten weg. Wann erheben Sie endlich Anklage? Wir haben in den letzten 4 Jahren 1200 Zeugen vernehmen und 500.000 Akten durcharbeiten lassen. Ich selbst habe mit 130 Professoren, Wissenschaftlern, Pharmazeuten geredet, aber keiner weiß, wie das Kontergan wirkt. Und die Akten, die vernichtet werden sollten? Nichts, was wir nicht schon wussten. Toller Trick. Die tun so, als ob sie Beweismaterial vernichten und wir suchen unseren Müll zu Tode. Herr Feddersen, wie lange noch? Anklage erhoben. Was habe ich gesagt? Jetzt sind wir dran. Ist doch nichts passiert. Die Hauptverhandlung wird eröffnet. Nimm dich zusammen. Naumann und seine Verzögerungstaktik. Sie haben uns ja auch versprochen, dass es zu keiner Anklage kommt. Man wird Sie fragen, ob Sie den Wirkstoff geprüft haben. Mit allen üblichen Verfahren, die jeder Hersteller anwendet. Na eben, so etwas ist noch nie passiert. Hätten wir das geahnt, wären die Tabletten nie auf den Markt gekommen. Und wir haben reagiert, sobald wir davon erfahren haben. Verstanden? Meine Herren, ich darf vorstellen, Horst Bauer von der Kanzlei Wegener und Bauer, die jetzt nur noch die Kanzlei Wegener ist. Guten Abend. Herzlich willkommen, Herr Kollege. Wir haben 7 Jahre lang alles getan, um diesen Prozess zu verhindern. Die Staatsanwaltschaft hat ihn durchgesetzt. Wir haben ihn unterschätzt, diesen Feddersen. Ihn können wir nur mit der schieren Masse der Fakten und Dokumente auskontern. Bleibt Paul Wegener, der ehemalige Partner von Herrn Bauer. Er vertritt die Nebenklage. Die Nebenkläger sind stark. Ihre Stärke ist ihre Geschlossenheit. Bemerkenswert. Aber für uns arbeitet die Zeit. Ein Bündel Ruten bricht man nicht gemeinsam, sondern einzeln. Dieser Film ist kein Dokumentarfilm. Er ist ein Spielfilm auf der Grundlage eines historischen Stoffes. Die fürchterliche Schädigung tausender Kinder durch das Arzneimittel Contagan, die Einstellung des Strafprozesses gegen die Verantwortlichen wegen geringer Schuld und die Zahlung der höchsten Entschädigungssumme in der deutschen Geschichte durch die Herstellerfirma sind historische Realität. Die im Film handelnden Personen und ihre beruflichen und privaten Handlungen und Konflikte sind dagegen frei erfunden. Dies gilt insbesondere für die Figur des Rechtsanwalts Paul Wegener und seine Familie, sowie die für die Arzneimittelfirma handelnden Personen, einschließlich des Privatdetektivs.
passiert. Vera spricht gerade mit ihren Eltern. Was ist das denn? Das ist modern. Das ist Geschmackssache, Frau Elfkind. Ja. Gut. Komm doch mal alle zusammen. Ich muss noch mal was sagen. Ich werde Hanna heiraten. Auch? Ja, da guckst du, wa? Ja, das ist ja toll. Gratuliere. Großer. Darauf müssen wir trinken. Heftgens. Ja, da haben wir noch einen Grund zum Anstoß. Auf die beste Frau der Welt. Und auf die erfolgreichste Kanzlei in Köln. Und auf das Wirtschaftswunder. Da hängen wir uns jetzt nämlich dran, Paul. Was meinst du? Hört, hört. Prost. Prost, Prost, Prost. Ah, halt. Stopp, stopp, stopp. Wir müssen noch ein Foto machen. Zeig mal den Ring. Horst hat doch den Fotoapparat gekauft. Süd teuer. Am Zelen, oder wie das heißt. Und gar keinen Ring? Fertig. Sekunde. Komm, drück ab. Hier doch nicht. Hier ist doch kein Licht. Der kommt. Wenn du sie wirklich heiratest, brauchst du gar nicht mehr arbeiten. Ja, von wegen, gerade. Frau Hefkens. Links, links. Schön, dass Sie bei uns sind. Kinders. Das finde ich aber auch. Wenigstens eine, die Ahnung hat vom Geschäft. Ihr Mann war der erste Referendar in meiner alten Kanzlei, der mir zum Geburtstag einen Strauß auf den Tisch gestellt hat. Und ich wusste gleich, wenn der Mann eine Kanzlei aufmacht, dann bin ich dabei. Was? Gib auf die zweite Stufe, ja, ne? Ja. Zweite Stufe. So. Ein bisschen länger zusammen, bitte. Ja. Frau Hefkens, geht weiter nach links. Komm, geh mal rüber da, Paul. So. Doch, das ist doch egal jetzt. Na, ein bisschen nach rechts wieder, Frau Hefkens. Sie kann auch überall stehen. Diskutier nicht mit mir. Kannst du machen, wenn wir verheiratet sind. Es geht ja gut los bei euch beiden. Und lächeln. Na gut, dann lächeln wir klar. Das ist doch mein. Lächeln, Sie leben. Lächeln. Voll natürlicher Harmonie lässt uns wünschen, dass die Sekunde sich dehne. Doch die Unruhe, dem Geiste einst dienstbar, beherrscht uns und treibt uns umher. Ruhe und Schlaf zu fördern, vermag Contergan. Dieses gefahrlose Medikament wird auch von empfindlichen Patienten gut vertragen. Frau Carré, ich kann mir nur sehr schwer vorstellen, wie diese Farbfotografie als Schwarz-Weiß-Druck aussieht. Bitte lassen Sie den Drucker einen Abzug erstellen, der genauso aussieht, wie er in der Anzeige erscheinen soll. Ich habe mir erlaubt, das bereits zu veranlassen, Herr Direktor. Ach. Ja, das gefällt mir. Ja, wie finden Sie denn den Text? Der Text ist gut, den hatten wir letztes Jahr auch. Ich gebe das jetzt in Druck. Ach, Frau Carré, was wäre ich? Was wäre das Unternehmen ohne Sie? Hast du gar nichts getrunken? Ich warte seit 2 Wochen auf meine Regel. Ja. Sind da eine Familie? Als hätte ich es gewusst. Meine Mutter hat sie im Schuh versteckt, als sie von den Nazis geflohen ist. Das Einzige, was ihr geblieben ist. Sie hat ihr immer Glück gebracht. Das Etui ist neu, das habe ich gekauft. Schreibtisch einräumen. Sie sind weg. Frau Wegner, ich bin ein seriöser Anwalt.
Jedes Büro muss eingeweiht werden. Eine Schmucknadel gefunden? Eine Brosche? Ja, also ein Anstecker aus Gold. Nein, tut mir leid. Danke. Guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ich habe hier ein Foto von einem Schmuckstück. Und sowas hätten Sie gern? Es müsste schon genau das gleiche sein. Du hast doch 2 Uhr gesagt. 2:30. Ich habe dir einen Zettel hingelegt. Oh. Was wollen wir eigentlich hier? Die haben eine Rechtsabteilung. Ja, sicher, das hören wir. Aber nicht nur das. Die werden von Naumann und Eberhard vertreten. Der Naumann? Mhm. Ah ja. Aber interessanterweise ist Hannes Familie mit den Naumanns befreundet. Und? Nun, deshalb weiß ich so einiges. Guck mal, hier kann man alles selber einstellen. Und es hat sogar einen Grill. Ach, modern. Toll. Aber jetzt. Jetzt kommt der Knaller. Vera, das ist ja sagenhaft. Und keine knarzenden Dielen. Das ist wunderschön hier. Ah, guten Tag. Guten Tag, Firma Radio Kipka. Kommen Sie rein. Sag mal, kannst du mir 300 Mark leihen? Ich? Dir? Kommt doch deine Schwiegermutter an. Ist für die Ringe. Ich kann auch zur Hochzeit kein Blech kaufen. Drogen? Drogen? Nein. Nee. Arzneimittel. Medikamente. Hier. Wenn Sie da was gegen Müdigkeit finden, das nehme ich sofort. Vor Hennings Geburt war es ja genau andersrum, da konnte ich kaum schlafen. Und das? Hat nicht geholfen? Nee, da habe ich nur so ein komisches Kribbeln in den Fingerspitzen bekommen. Frau Steiner, ich... Ich werde Ihrem Mann empfehlen, sich einen anderen Anwalt zu suchen. Oh. Frau als Mutter. Ich hab's doch gewusst. Nicht sagen. Ich will doch nur wissen, was auf mich zukommt. Das wird ein Mädchen. Woher willst du das wissen? Ich will nur schon die Ohren hier klimpern. Wie war dein Tag? Ach, das Übliche. Ich sollte ein neues Mandat übernehmen, aber daraus wird nichts. Und du?
Tja, Hanna hat mich besucht. Es war schön. Wir waren spazieren. Sie hat wieder nur über das Kinderkriegen geredet. Ja, ach so, und Sie haben jetzt endlich einen Termin für die Hochzeit. Dahin schlafen möchte ich auch. Machen Sie sich keine Sorgen, Grünenthal habe ich schon im Griff. Ja. Die wollen eben nicht begreifen, dass es um die Interessen der gesamten deutschen Industrie geht. Ja, ich werde es Ihnen auch nicht beibringen. Ja, macht nichts. Nichtwissen ist auch eine Form von Wissen. Meine Herren, Herr Spieß ist da. Na, mein lieber Herr Spieß, ich wundere mich, warum gerade Sie sich damit beschäftigen. Das fällt doch gar nicht in Ihre Zuständigkeit. Entschuldigung, Herr Direktor, aber alle laden die Berichte über Nervenschäden durch Kontergan auf meinem Schreibtisch an. Nervenschäden, stimmt das? Wir haben unzählige Versuche an Mäusen und Ratten gemacht, um diese sogenannten Nervenschäden nachzuvollziehen. Fehlanzeige. Ja, es gibt immer besondere Umstände, die zu Nebenwirkungen führen. Alter, Vorschädigungen. Ja, aber hier ist dieser Arzt. Er fragt an, ob Kontergan die Plazentaschranke überwindet, weil er befürchtet, dass der Wirkstoff Ungeborene schädigt. Darf ich das übernehmen? Solche Quirulanten sind ein Fall für die Rechtsabteilung. Aber vielleicht ist wirklich was dran. Können wir Kontergan nicht an Schwangeren testen? Das sollten wir schon aus ethischen Gründen nicht tun. Außerdem, was wollen Sie unternehmen, wenn sich der Verdacht bestätigt? Herr Naumann, bitte, was soll das alles? Kontergan ist völlig harmlos. Unser Tun ist nicht frei von Fehlern, Herr Spieß. Der Fortschritt hat immer Opfer gefordert. Ich habe hier die Verantwortung für über 1000 Angestellte und ihre Familien. Was meinen Sie? Wie schwer es war, nach dem Krieg, aus einem Trümmerhaufen, dieses florierende Unternehmen aufzubauen? Wir dürfen den Hauptumsatzbringer des Unternehmens auch nicht durch Gerüchte in Gefahr bringen. Herr Direktor, können Sie für Kontergan nicht die Rezeptpflicht einführen? Das sieht nach schlechtem Gewissen aus. Über das Sie als Teilhaber am Gewinn offenbar nicht verfügen. Ich muss das hier bitten. Lieber junge Freund, wir befinden uns hier in einem Rechtsstaat. Da muss nicht der Beschuldigte seine Unschuld beweisen. Hervorragend, das ist ja alles geklärt. Vielen Dank, die Herren. Nicht überkreuzen. 2, 3, 4, 5, 6. Herr Dr. Naumann, die Presse. Ihr Zeitgefühl hat sie verlassen. Mach mir Sorgen um die Presse. Journalisten verdienen viel zu wenig, um auf unsere Aufträge verzichten zu können. Spieß, was ist denn noch? Was soll ich denn jetzt mit diesen Unterlagen machen, Herr Direktor? Ja, Sie werden schon wissen, was damit zu tun ist, Spieß. Morgen, Frau.
schuld ist. Ja, aber wenn du dich irrst, dann ist das unser Ruin. Das muss dir klar sein. Weißt du was? Ich rede mal mit dem alten Kessler. Ich sag ihm, dass uns sowas aufgefallen ist und dass wir aber kein Interesse an der Auseinandersetzung haben. Dann lässt er bestimmt ein nettes Sümmchen springen. Aber eine Anzeige, ein Prozess, da lass mal schön die Finger von, ja? Davon wachsen deiner Tochter auch keine Hände. Horst! Wir sind nicht schuld. Natürlich nicht. Können Sie für mich Informationen sammeln? Veröffentlichungen, Bücher, was auch immer. Über ein Schlafmittel. Mhm. Contagan. Mit C. Herr Wegener. Es tut mir leid, das mit Ihrer Tochter. Hanni, ich bin's. Guck mal nach, ob wir ein Schlafmittel namens Contagan haben. Ja, Hanne, Contagan. Mit C. Jetzt diskutieren, ich gehe zur Hausapotheke und guck nach. Hast du es? Ist das die einzige Packung? Gut, dann schmeiß sie weg. Ja, jetzt sofort. Nein, 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 nein. Mit den Tabletten ist alles in Ordnung, ist nur zur Sicherheit. Ja, bis später. Weißt du, was wir machen, Katrin? Wir schneiden das einfach ab. Dann ist das genau richtig für dich. Wo haben wir denn hier eine Schere? Zu Hause. Wie geht's, Katrin? Sie schläft. Setz dich. Schau mal das Datum. Da war ich gerade erst schwanger. Sind es meine Tabletten? Ich habe sie genommen und verwahrt. Was haben die damit zu tun? Ich dachte mir, sicher ist sicher. Das Röhrchen war ja noch ganz voll. Ich habe eine genommen. Eine einzige Tablette kann doch nicht sowas anrichten. Und wenn, dann musst du was tun. Dazu müssten wir erst nachweisen, wie dieses Zeug Katrin geschadet hat. Dann mach das. Ich weiß doch noch nicht mal, wie Aspirin funktioniert. Da musst du es rausfinden.
Warum hast du bloß diese Tablette genommen? Jetzt bin ich also schuld. Du warst doch schwanger. Da ist man noch vorsichtig. Der Arzt hat gesagt, die sind völlig harmlos. Seine eigene Frau nimmt sie auch. Kanzleibauern Wegner, Hefkens, guten Tag. Passlack hier, ich sollte Sie zurückrufen. Ach, Passlack. Es geht um Ihr Schlafmittel, Contergan. Contergan, ja. Wir benötigen eine Stellungnahme zu den Berichten über Nebenwirkungen Ihres Medikaments. Contergan besteht aus einer völlig harmlosen Substanz. Ein Schlafmittel ohne tödliche Dosis, das ist doch wunderbar. Und ich schicke Ihnen auch gern ein paar Unterlagen zu Frau Hefkens. Vielen Dank für den Anruf. Ich danke Ihnen. Auf Wiederhören. Passlack hier. Geben Sie mir bitte Dr. Naumann. Und diese Tabletten. Du musst diese Leute verklagen. Vera, bei uns ist es nicht üblich, dass sich die Ehefrau in die Geschäfte einmischt. Das ist eine Kanzlei hier und kein Krämerladen. Ist schon gut, Horst. Ich klär das. Würdest du uns bitte einen Moment allein lassen? Aber du weißt schon, dass wir alle unsere Industriemandate verlieren, wenn wir so eben vor Gericht ziehen. Wieso das denn? Weil ab einer bestimmten Größe Konzerne sich alle gegenseitig gehören, Vera. Und unser größtes Mandat hat uns interessanterweise der Eigentümer des Herstellers von Contergan vermittelt. So sieht's aus. Dieser Film ist kein Dokumentarfilm. Er ist ein Spielfilm auf der Grundlage eines historischen Stoffes. Die fürchterliche Schädigung tausender Kinder durch das Arzneimittel Contergan, die Einstellung des Strafprozesses gegen die Verantwortlichen wegen geringer Schuld und die Zahlung der höchsten Entschädigungssumme in der deutschen Geschichte durch die Herstellerfirma sind historische Realität. Die im Film handelnden Personen und ihre beruflichen und privaten Handlungen und Konflikte sind dagegen frei erfunden. Dies gilt insbesondere für die Figur des Rechtsanwalts Paul Wegener und seine Familie, sowie die für die Arzneimittelfirma handelnden Personen, einschließlich des Privatdetektivs. Wer spricht gerade mit ihren Eltern? Was ist das denn? Das ist modern. Das ist Geschmackssache, Frau Hefkens. Ja, gut dann. Kommen wir mal alle zusammen. Ich muss noch mal was sagen. Ich werde Hanna heiraten. Auch? Ja, da guckst du, wa? Ja, das ist ja toll. Gratuliere. Großartig. Darauf müssen wir trinken. Ja, da haben wir noch einen Grund zum Anstoß. Auf die beste Frau der Welt. Und auf die erfolgreichste Kanzlei in Köln. Und auf das Wirtschaftswunder. Da hängen wir uns jetzt nämlich dran, Paula. Was meinst du? Hört, hört. Prost, 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 Prost. Ah, halt, stopp, stopp, stopp. Wir müssen doch ein Foto machen. Zeig mal den Ring. Horst hat doch den Fotoapparat gekauft. Süd teuer. Am Zelen, oder wie das heißt. Und gar keinen Ring? Fertig. Kunde. Komm, drück ab. Hier doch nicht. Hier ist doch kein Licht. Der kommt. Wenn du sie wirklich heiratest, brauchst du gar nicht mehr arbeiten. Ja, von wegen, gerade.
Frau Hefkins? Links, links. Schön, dass Sie bei uns sind. Kinders. Das finde ich aber auch. Wenigstens eine, die Ahnung hat vom Geschäft. Ihr Mann war der erste Referendar in meiner alten Kanzlei, der mir zum Geburtstag einen Strauß auf den Tisch gestellt hat. Und ich wusste gleich, wenn der mal eine Kanzlei aufmacht, dann bin ich dabei. Was? Noch zweite Stufe, ja, alle? Ja. Zweite Stufe. So, komm. Ein bisschen länger zusammen, bitte. Ja. Frau Hefkins, weiter nach links. Komm, geh mal rüber nach Paul. So. Doch, das ist doch egal jetzt. Na, ein bisschen nach rechts wieder, Frau Hefkins. Doch, sie kann auch überall stehen. Diskutier nicht mit mir. Kannst du machen, wenn wir verheiratet sind. Es geht hier gut los bei euch beiden. Und lächeln. Na gut, ich trinke mein Glas. Ja, warte, das ist doch mein. Lächeln, Sie leben. Lächeln. Voll natürlicher Harmonie lässt uns wünschen, dass die Sekunde sich dehne. Doch die Unruhe, dem Geiste einst dienstbar, beherrscht uns und treibt uns umher. Ruhe und Schlaf zu fördern, vermag Contergan. Dieses gefahrlose Medikament wird auch von empfindlichen Patienten gut vertragen. Poincaré, ich kann mir nur sehr schwer vorstellen, wie diese Farbfotografie als Schwarz-Weiß-Druck aussieht. Bitte lassen Sie den Drucker einen Abzug erstellen, der genauso aussieht, wie er in der Anzeige erscheinen soll. Ich habe mir erlaubt, das bereits zu veranlassen, Herr Direktor. Ach. Ja, das gefällt mir. Ja, wie finden Sie denn den Text? Der Text ist gut, den hatten wir letztes Jahr auch. Ich gebe das jetzt in Druck. Ach, Poincaré, was wäre ich? Was wäre das Unternehmen ohne Sie? Hast du gar nichts getrunken? Ich warte seit 2 Wochen auf meine Regel. Wir werden schon. Sind alle eine Familie? Als hätte ich es gewusst. Meine Mutter hat sie im Schuh versteckt, als sie von den Nazis geflohen ist. Das Einzige, was ihr geblieben ist. Sie hat ihr immer Glück gebracht. Das Etui ist neu, das habe ich gekauft. Schreibtisch einräumen. Sie sind weg. Frau Wegner, ich bin ein seriöser Anwalt. Jedes Büro muss eingeweiht werden. Eine Schmucknadel gefunden? Eine Brosche? Ja, also ein Anstecker aus Gold. Nein,
Tut mir leid. Danke. Guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ich habe hier ein Foto von einem Schmuckstück. Und sowas hätten Sie gern? Es müsste schon genau das gleiche sein. Du hast doch 2 Uhr gesagt. 2:30. Ich habe dir auch einen Zettel hingelegt. Oh. Was wollen wir eigentlich hier? Die haben eine Rechtsabteilung. Ja, sicher, das hör mal. Aber nicht nur das. Die werden von Naumann und Eberhard vertreten. Der Naumann? Mhm. Ah ja. Aber interessanterweise ist Hannes Familie mit den Naumanns befreundet. Und? Nun, deshalb weiß ich so einiges. Guck mal, hier kann man alles selber einstellen. Und es hat sogar einen Grill. Ach, modern. Toll. Aber jetzt. Jetzt kommt der Knaller. Vera, das ist ja sagenhaft. Und keine knarzenden Diele. Das ist wunderschön hier. Ah, guten Tag. Guten Tag, Firma Radio Kipka. Kommen Sie rein. Sag mal, kannst du mir 300 Mark leihen? Ich dir. Oder deine Schwiegermutter an. Ist für die Ringe. Ich kann auch zur Hochzeit kein Blech kaufen. Aber 300 Mark. Nein, kein Zuhause. Herr Wegener, Herr Bauer, Direktor Kessler lässt bitten. Hier lang bitte. Horst, Krawatte? Und endlich eine Wohnung, in der es nicht mehr zieht. Hast du Kopfschmerzen? Ein bisschen. So, alles ein bisschen viel auf einmal. Willst du eine Tablette? Danke, lieber nicht. Lieber nicht? Vera, ist da was im Busch? Vielleicht. So, fertig angeschlossen und läuft. Ich brauche noch eine Unterschrift, bitte. Vielen Dank. Das ist für Sie. Dankeschön, Wiedersehen. Ist ja viel besser als bei uns. Aber ich mache mir ein bisschen Sorgen wegen der Raten. 50 Mark jeden Monat. Aber der Paul wollte ihn unbedingt haben. Er hat gesagt, dann wissen wir, was los ist in der Welt. Mhm. Männer. Der Horst ist genauso. Männer und Technik. Darum, wenn ich Ihnen das mal eben geben dürfte, ist es nicht nur aus juristischer Sicht sinnvoll, im Ausland Tochterunternehmen zu gründen. Das heißt, Sie wären nicht nur Exporteur, sondern auch in dem Land Hersteller. Mit zahlreichen fiskalischen und gesetzlichen Vorteilen. Keine Sonderzölle für Medikamente. Teilweise erheblich günstigere Produktionsbedingungen. Auch wenn Sie dort nur aus den Grundstoffen Ihre Pillen pressen lassen. Ja. Oder die gefüllten Tablettenröhrchen mit Etiketten bekleben. Interessant, sehr interessant. Aber natürlich wissen wir das längst. Und wir haben bereits ein paar hübsche Töchter im Ausland. Belgien, Frankreich, England. Aber sie gefallen mir. Sie haben Fantasie. Sind so unverfroren, einfach hier aufzutauchen. Deutschland braucht Männer wie Sie. Ich werde Ihnen eine Empfehlung mitgeben. Wo ist denn der Füller schon? Ne? So ein Maschinenbauer. Kleiner Laden, aber mit Perspektive. Die können ein paar energische Juristen wie Sie sehr gut gebrauchen. Dann. Danke sehr. Wiedersehen, Herr. Wiedersehen. Dr. Kessler, vielen Dank. Wiedersehen.
Josefina, du musst das schon sehen lassen. Ja. Haben Sie denn den Anschluss gefunden? Alles in Ordnung. Bin gleich fertig. Der Sessel kommt bitte ins Wohnzimmer hier. Und die Kleidersäcke alle ins Schlafzimmer. Da lang. Halt. Ich gebe den Wäschekorb bitte ins Bad. Der Arzt hat gesagt, es ist nicht so schlimm. Ich kann dich gleich mit nach Hause nehmen. Ich hab dich so lieb. Heidi, du kennst auch deine Tochter. Ja, ja, ist alles gut. Aha. Zu, ich muss Schluss machen. Ich hab grad mal danken. Ja, grüß mir bitte Winfried, ganz lieb. Ja, bis bald. Eins für dich, eins für mich. Links. Gute Wahl, mein Lieber. Eine Scheidung, eine gewisse... Franziska Steiner soll schuldig von ihrem Mann geschieden werden. Sie hat ihm ein behindertes Kind geboren. Der geschockte Papa fühlt sich in seiner Männlichkeit gekränkt. Vielleicht hat sie ihre Erbkrankheit verschwiegen. Oder war ständig besoffen in der Schwangerschaft. Ach, wir wollen nicht so einigen. Red mal mit ihr. Keine ohne Unterhalt. Ist das das Kind? Mhm. Hart, ne? Guten Tag. Tag. Paul Wegener, mein Name. Meine Sekretärin hat einen Termin mit Ihnen ausgemacht. Ah, der Anwalt. Ja, kommen Sie doch rein. Vielen Dank. Da ist die Küche. Ich komme gleich. Das Bügeleisen ist noch an. Das mit Ihrem Sohn tut mir leid, Frau Steiner. Aber ich müsste Ihnen trotzdem ein paar Fragen stellen. Das brauche ich nicht leid zu tun. Kommen Sie mal mit. Kein Wunder, dass Sie schlecht schlafen, Frau Wegener. Bei dem, was bei Ihnen los ist. Aber mit Baldrian kommen Sie nicht weit. Moderne Pharmazie hat etwas viel Besseres. Aber meine Tage sind schon lange überfällig. Ja? Na, vielleicht sind Sie ja bald zu dritt. Das warten wir mal in aller Ruhe ab. Auf Wiedersehen, Frau Wegener. Und hören Sie bloß nicht auf irgendwelche homöopathischen Hinterwäldler. Kontergan ist ungewöhnlich gut verträglich. Sogar für Kinder und Kleinkinder. Da kann das ja auch in Ihrem Zustand kein Problem sein. Meine Frau nimmt es auch. Vielen Dank. Ich weiß auch nicht, wie sowas passieren konnte. Erbkrankheiten gab es bei uns in der Familie nie. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Und meinem Mann fällt nichts Besseres dazu ein, als mir einen Anwalt zu schicken. Und während der Schwangerschaft? Haben Sie da geraucht, Alkohol getrunken? Mm-mm. Sie haben leider ein verkrüppeltes Kind.
zeigen mir mein Kind nicht? Ich weiß es nicht. Es hat keine richtigen Arme. Nur so kleine. Aber wachsen die nicht noch? Was für eine dumme Frage. Natürlich wachsen die nicht mehr. Und es hat auch nur ein Bein. Ich will sofort mein Kind sehen. Ich will mein Kind sehen! Hören Sie. Ich will mein Kind sehen. Die Arme Ihrer Tochter sind stark verkürzt, die Hände sind verkümmert, der linke Fuß ist direkt im Beckenknochen angewachsen. Also, da kann man wohl nichts machen. Geht es Ihnen gut? Hören Sie, Sie dürfen sich das nicht so zu Herzen nehmen. Damit muss sich heutzutage keiner mehr belasten. Dafür gibt es heute Heime, da kann man das ganz bequem abgeben. Halten Sie Ihren dummen Mund. Ich will doch nur Ihr Bestes. Hören Sie, was? Kann ich Ihnen behilflich sein? Wie kommen Sie dazu, meinen Arzt des Raumes zu verweisen? Der Mann hat mein Kind wie Dreck behandelt. Im Krankenhaus ist eine Zumutung. Ach ja? Meinen Sie, der Anblick Ihrer verkrüppelten Tochter ist für uns keine Zumutung? Jeder verantwortungsbewusste Mensch unterzieht sich vor der Eheschließung einer ärztlichen Untersuchung. Dann bleibt einem so eine Kreatur erspart. Komm, Vera. Zieh das an. Paul, pack die Sachen. Pack ein. Ja. Ich hab Tee gemacht. Camilla. Mit Honig. Gut für dich. Trink doch einen Schluck. Ja, bitte. Geschnitten. Streichzarte gute Butter. Dauerwurst, Schinken, Käse. Bisschen Gürkchen. Hartgekochte Ei habe ich aufgeschnitten. Das andere habe ich so gelassen. Bisschen Maiskörbchen. Iss doch was, Paul. Ich habe keinen Hunger. Setz dich doch hin. Komm, iss. So, Tee ist noch in der Küche. Dann gehe ich jetzt mal. Gut. Da brauchst du noch was? Ist gut so, Halle. Ja. Lass sie schlafen. So. Kann ich noch irgendetwas für Sie tun, Herr Wegner?
kannst immer auf mich zählen, Paul. Wir haben uns so sehr auf das Kind gefreut. Findest du nicht auch, dass es eine merkwürdige Ähnlichkeit zum Fall Steiner hat? Die Frau hat während ihrer Schwangerschaft Tabletten genommen. Contagan. Vera hatte die auch. Meinst du, die haben damit was zu tun? Paul, du weißt, wer die herstellt. Ja. Aber ich kann dich ja verstehen. Tochter ohne Hände, mit nur einem Bein, das ist hart. Da hofft man natürlich, dass man nicht selber